Hallo und herzlich willkommen zu Let's Fail at Dungeon of the Endless. Entgegen meiner Aussage in der letzten Episode war das nicht die letzte, sondern wir haben tatsächlich noch eine, die wir hinten dran hängen können. Und ich habe mich gefragt, was hinter dieser Mystery-Tür steckt. Meine Aufstellung sieht indes ganz gut aus. Wo sind meine Leute aufgestellt? Also, wo ist der Typ? Okay, und der? Ach! Ah, okay. Habe ich noch eine Forschung am Laufen? Ja, habe ich. Holo Hero. Habe ich natürlich jetzt die Science schon für ausgegeben. Das heißt, so zwei Türen sollten noch drin sein. Ah, es sieht auch nicht aus, als wäre hier der Ausgang. Aber eine Kiste. Wupp. Okay. Oh, der tankt da oben aber schon ganz gut. Ach. Moment, ich habe dem so einen gegeben, dass der wieder wegläuft. Oder ist das Pepper Spray? Ah. Da ist jetzt so ein Typ, der rumpumpelt. Machen wir doch den eben fertig. Das Traurige ist, dass der Ausgang auch hier hinten sein, hier unten sein könnte. Und ich keinerlei Anhaltspunkte habe, das an irgendwas festzumachen, wo dieser Kack-Ausgang sitzt. Na, ich repariere hier erstmal fertig und dann gucke ich mal weiter. Sie brauche ich dafür nicht. Mach mal die Tür hier auf und hoffe das Beste. Ich habe so wenig Dust. Das ist der Hammer. Nein, weil ich dich gruselig finde. Ja, komm. Was nimmst du denn? Nahrung. Moment mal. Ist das nicht eine Waffe für ihn? Ja, bringt aber gar nichts. Du hast ein Schwert. Nope. Du hast auch ein Schwert. Und zwar im Grunde genommen genau das gleiche für die kleinen Boni. Naja. Und du hast noch gar nichts. Du trägst auch gar keine Waffen. Ja, komm. Und ich verkaufe mal Dinge. Oh. Da komme ich ja mit mehr Dings wieder raus, als ich reingegangen bin. Mehr Dingens. Food. Alter, irgendwo muss doch der Ausgang sein. Oh. Dinge, die ich nicht hätte machen dürfen, die Tür an. Die Tür auf. Kommt, rennt doch. Ah, nein, nicht der Generator. Nein. Sind hier noch mehr Biester? Oder war es das? Dann brauche ich wohl einen neuen Emergency Generator. Hier ist nämlich deutlich besser zu verteidigen. Habe ich schon einen Tactical Hut gebaut? Nein. Und ein Neurostun-Module. So, das sollte dann reichen, um das zu verteidigen. Hier ist ein Raum mit einem riesigen Schädel. Self-powered, super. Das heißt, da ist der Ausgang schon mal nicht. Aber ich habe hier Dust gesehen. Dust! Ah, hier steht ja auch die
junge Spinnenfrau, die Dinge tötet. So, mit etwas Glück ist hinter einer dieser beiden Türen schon der Ausgang. Nope, die war es anscheinend nicht. Aber hey, andere Dinge. Schalte ich da oben mal an, dass ich Gork da bei jedem einmal wegkriege. Das ist ganz effektiv eigentlich soweit. Oh, bin auch nur noch ein das davon entfernt, hier das Licht anzuschalten. Gott sei Dank. Dann kann ich Gork mit hierher nehmen. Und er muss nicht da oben rumstehen wie ein Idiot. Habe das Gefühl, ich bin relativ gut aufgestellt soweit. Machen wir die Tür auf und hoffen. Boah, nee. Boah, Leute. Ich glaube, ich mache jetzt abwechselnd links und rechts auf. Ich meine, das ist ja nicht so, dass ich ein Feigling bin. Ja, super. Eine Sackgasse. Aber Dust. Sehr viel Dust. Welchen Raum mache ich denn dafür an? Den? Aber du kannst mal hier eine Forschung noch einschalten. Vielleicht ist was Gutes dabei. Nicht so. Ich habe auch irgendwie kaum Generatoren für irgendwas gebaut. Der kann reparieren, dann darf der mal hier auftauchen und antreten. Dich bewege ich schon mal hier hin. Na komm. Oh Mann. Ich meine, gut, ich habe jetzt deutlich mehr Dust als vorher. Das ist schon mehr geworden. Das ist auch merklich mehr geworden. Aber ich möchte eigentlich kein Dust. Ich möchte hier raus. Wow. Der Ausgang. Wenn ich jetzt noch eine Tür aufmache, muss sich das lohnen und muss gerechtfertigt sein. Das heißt, im Grunde genommen lohnt sich das nur, wenn ich 3 oder mehr Dust rauskriege. Und die Tür öffnen wäre Quatsch. Nö. Toll. Aber self-powered, von daher gar kein Problem. Okay. Und... Ah, ganz knapp. So. Jetzt ist der Weg frei. Das heißt, ich kloppe ein Neurostun-Module erstmal in jeden Raum, damit die in der Verfolgung nicht so schnell sind. Prisoner Prod hier rein. Und Prisoner Prod hier, hier. Hier, hier, hier. Ja, da oben habe ich. So. Von hier unten dürfte ja nichts kommen, außer die prügeln die Türen auf, was passieren kann. Ja. Dann, wer von euch war nochmal der schnellste? Speed 29, 32, 29, du. Okay. Okay. Warum ist der Kristall gerade blau?
War der schon immer blau, wenn der durch die Gegend getragen wurde? Das ist eigentlich ein bisschen locker, was hier so passiert. Da kämpfen so Leute und da kämpfen so Leute. Crap. Das war knapp. I shall have victory or death. Oh Mann. Okay. 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 Lord of Demon Warriors. Secrets unlocked in biographies. Okay. Ob die sich wohl auch hinterher noch umbringen? Ach. Ich hoffe nicht. Das sieht neu aus. Kenne ich das schon? Ich weiß es nicht. So weit unten war ich noch nie. Ich spendiere erstmal Level-Ups. Sehr viele Pflanzen. Vielleicht heißt das, dass ich weit oben bin. Und eine Sackgasse. Na super. Kann ich eigentlich so ein Ding wegbuldeln? Das beantwortet meine Frage mit ja. Ich würde das auch gerne nochmal im Multiplayer spielen. Muss nur mal jemanden finden, der mitmachen will. So. Attack Power 44... Attack Power 40, das heißt, am meisten bringt es, wenn er das Lightsaber bekommt und die Augmented Blade an ihn geht. Aber habe ich hier diesen magischen Eviscerator? Okay, tausche ich, kein Problem. Türchen. Okay, ich weiß nicht, was du hier tust, aber... Ja, genau, das. Aber, ich kann jetzt Zeug verkaufen. Da wäre ich sofort dabei. Noch ein Eviscerator. Der ist sogar noch besser als der alte. Was bedeutet, dass ich wieder zu ihm gehen kann und sagen kann, hier, guck mal, ich habe nochmal ein Maschinengewehr für dich. Bam. Replicator, obwohl ich sagen muss, dass ich diesmal nicht viel in Heilung stecken muss. Dafür stecke ich immer relativ viele Ressourcen in Verteidigung. Ja. Ich glaube, die können mal da bleiben, während ich erkunden gehe. Und Sackgasse. Wenn die jetzt noch self-powered gewesen wäre, das wäre richtig nice gewesen, aber man kann nicht alles haben. Keine Sackgasse. Was ist denn mit dir los? Alles okay? Oder... Weiß nicht. So langsam wie ich hier vorankomme, könnte da
tatsächlich noch eine Episode draus werden. Ah ja, erstmal die Sackgasse dicht machen. Da ist nix. Und hier ist eine Sackgasse. Und der Ausgang. Und der Ausgang. Hä? Das heißt, sämtliche Erkunderei, die ich jetzt noch unternehme, ist vollkommen freiwillig und nicht, weil ich es nötig habe. Dann gucken wir doch erstmal hier oben, was da ist. Aber im Grunde genommen bedeutet das, dass ich Level 11 geschafft habe. Und dann kommt eigentlich nur noch Level 12. Hoffe ich. Noch ein Eviscerator gefunden. Ja. Das knallt jetzt schon ganz schön. Weil ich keinerlei Heilmodule habe. Und ich niedrig bin. Okay, nachdem ich gesehen habe, wie das läuft, zack, zack. Zack, zack. Ah, wow. Jetzt hätte ich eigentlich nur noch gern genug, um den zu powern. Ich stelle da einfach Gork rein. Ja. Ich glaube, ich bin hier mit einem leichten Minus an Industry aus dem Level raus. Aber hey. Nein, 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 nein. Du bleibst hier. So. Gehen wir da rüber. Ich meine, im Grunde genommen müssen die Waffen, die ich hier aufstelle, ja nicht meine Gegner töten, sondern... Ach Mist, die machen Türen auf. Shit, 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 shit. Noch ein ganz schön weiter Weg darunter. Jetzt lauf doch, Mädchen. Ja, aber jetzt dürfte ich soweit sicher sein. Neuro Stun Modules haben sich ausbezahlt, ausgezahlt. Exit. Puh. Ja, das war doch einfach. Ich weiß gar nicht, warum ich mich immer so angestellt habe. Wahrscheinlich ist es jetzt wirklich nur noch Floor 12. Floor 13 ist so ein Riesenkreis. Ich weiß nicht. Okay, okay, okay. So, New Hut Boss, Demon Lord of 1000 Armies. Ja, anscheinend nicht. Wow, I wish I had one of those. Alter, was geht mit dir? Puh. Eigentlich muss ich jetzt nur noch einmal Glück haben und den verdammten Ausgang finden. Also ich hoffe, dass das wirklich, das Level 12 wirklich der letzte ist und... das ist sogar sehr nett. Was nur zwei Türen ist, ganz schön nice. Ja. Toll, keinerlei Dinger, wo ich Dinger dingsen könnte.
Es gibt keine Plattformen. Der ist self-powered. Da ist eine Plattform. Ja, und ich bräuchte noch einen Dust, um das zu powern. Komm, ein Dust wird hier wohl auftreibbar sein. Nö. Wow. Die Gegend hier würde ich als lebensfeindlich bezeichnen. Und ich muss die Party schon wieder splitten, um zu verhindern, dass ich jetzt noch verliere. Ja. Ich Idiot. Sie schafft das schon, oder? Ich glaube, sie packt das. Dann repariere ich das nochmal, dann kriegt sie einen Prisoner Prod rein. Neuro Stun Module. Und dann passt das. Du hingegen bekommst Prisoner Prod. Biogenic Trans. Organic? Organic heißt es. Transference und Neuro Stun. Und ich? Ich mache Türen auf. Also, die beiden hier. Alter! Finger weg vom Kristall! Ich hab da ernsthaft Verlust gemacht jetzt. Puh. Sieht aber ganz schön aus hier mit den Lichtstrahlen. Oh, Licht. Das fällt mir jetzt erst auf, das ist ja richtiges Licht. Komm schon, Ausgang. Naja, hätte passen können. Okay, geil. So viel Dust. So viel Dust, dass ich gar nicht weiß, was ich damit anschalten soll. Naja, wahrscheinlich so. Lass die nicht durch! Lass die nicht durch! Oh, neues Bild. Super. Ist aber knapp. Ich reiße das mal wieder ab und ersetze es durch noch ein Prisoner Prod. Ach, der Typ ist ja noch da. ...24 Minuten. Frage mich, ob ich den Ausgang in einer halben Stunde finde. Eigentlich nicht so wichtig, aber... Yay! Mehr Waffen? Ja, aber nichts, was ich gebrauchen kann. Mehr Dust wäre cool. So ein Dust. Ah... Das ist hervorragend. Da kann ich die beiden nämlich hier hinstellen. Und ich habe Grim Fairy Tales bekommen. Du hast schon Zeug, du hast schon Zeug. Du kannst noch was tragen. Wit plus 6.
Und gibt ein Skill. Gibt das ein Skill? Ja. Nämlich Master Hacker. Okay. Moment, habe ich das richtig gelesen? Ich muss da nochmal hingucken. Miner Modules in Room. Defense plus 10. Okay, das heißt, die Miner Modules in ihrem Raum kriegen einen Defense-Bonus. Das ist jetzt nicht zu verachten. Ja, mach ich mal hier die Tür auf. Oh. Was nimmst du denn? Science. Armani Suit. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich noch irgendwas forsche. Na, Defense steigt, aber HP fallen. HP steigen, dafür fällt Defense. Was? Achso, weil ich ja immer was dafür abgeben muss. Ah, HP steigen, Defense steigt. Gönn es dir. Wie sieht das hier aus? 4 minus 2, 40 minus 0,2. 4 minus 2, 40 minus 0,2. Ja, Cell. Kann ich natürlich gucken. Was bringt der das denn? Wit. HP Regen. Defense. Ja, dann kriegst du das doch auch noch. Oh, Moment. Ich glaube, das wäre viel, viel besser gewesen. So. Jetzt ist er wenigstens eine richtige Kampfmaschine. Dann mache ich mal diese Tür auf und hoffe, dass da irgendwas hinter ist, was mir was bringt. Ah, eine Sackgasse. Nicht der Ausgang. Oh, das ist so schön. Aber so viele Monster. Oh. Junge, 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 die haben hier ganz schön Dinge kaputt gemacht. Ha. Alter, wenn ich jetzt hier noch verliere, dann heul ich aber. Das heißt natürlich, dass ich die beiden wieder hierhin verlegen muss. Und diese Tür aufmachen. Halt, 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 halt. Ah, ich hätte Shift gedrückt halten sollen. Das sieht nicht nach Ausgang aus. Aber eine Truhe. Einfach Dinger, die sich hochjagen, damit, was? Oh, Crap. Crap, 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 Crap. Was? Ich dachte, da bricht jemand die Tür auf. Anscheinend nicht. Kann ich hier kurz stehen bleiben und reparieren? Naja, ich kann auch erstmal den Dicken hier fertig machen. Oder wahrscheinlich so die Gange, sondern nur ein bisschen knopfig. Das hat ja jetzt nicht so geknallt. Aber die Gefahr, dass hier oben jemand die Tür einschlägt, ist halt da und nicht gerade klein. Ich will doch nur den Ausgang finden. Ich meine, das ist ja sowieso nicht mehr schön, was mir das Spiel mittlerweile an Gegnerhorn entgegenschmeißt.
klopft dann an der Tür. Ach, toll, schon wieder alles kaputt. Ich hätte gerne einen Food Replicator. Aus Sicherheitsgründen. Ich brauche nichts mehr forschen, oder? Nee, ich glaube, ich brauche nichts mehr forschen. Ausgang? Komm schon! Nein. Und das bedeutet schreckliche, schreckliche Dinge. Nämlich, dass ich hier oben die Tür aufmachen muss. Oh. Das läuft hier aber ganz gut. Die sind auch noch alle intakt. Ich kann auch mal irgendwo Licht anschalten. Hier am besten. Ah, das stinkt mir aber, dass ich jetzt hier oben hoch muss. Ja, ja. Ach, und da unten prügelt einer die Tür kaputt. Aber warum geht die Tür nicht auf? Das Problem mit den kaputten Türen, ist auch, wenn die aufgehen, dann gelten die als geöffnete Tür. Und wenn ich eine Tür öffne, kommen mehr Monster. Und wenn mehr Monster kommen, werden mehr Türen geöffnet. Das ist nicht das erste Mal, dass ich so verlieren würde. Und ich will doch nur den verkackten Ausgang. Und der ist hier definitiv nirgends im unteren Bereich. Ah. Mein Gott. Kann ich noch jemand anders reparieren? Nein. Kümmern wir uns doch nochmal um den Typ nach hinten. Also ich bin wirklich nur noch im, ich muss hier rauskommen. Krass, der ist ein bisschen härter. Ziehe ich sie mal noch mit nach und investiere hier mal ein bisschen in Heilung. Alter! Das war hart. Ich sehe mich da schon verlieren. Hat sie irgendwelche Spezialfähigkeiten? Battle Madness. Hellfire. Oh, Hellfire ist eine interessante Eigenschaft, wenn ich das richtig sehe. Schalte ihn nächstes Mal an, wenn Monster bei ihr im Raum sind. Du bleibst hier. Toll. Ich brauche Dust, um das Licht hier anzumachen. Na gut, nicht, dass der Raum irgendwelche Defensivkapazitäten hätte. Komm schon, Ausgang! Nope. Aber Science. Mit dem EMP bin ich auch nicht so glücklich. Wo hat er denn getroffen? Hier hat er getroffen. Na gut. Hier unten ist egal. Kriege ich da eigentlich irgendwas für wieder, wenn ich die abreiße?
Nein. Ja, wenn hier oben gleich so eine Monsterflut kommen sollte, dann war es das ganz schnell. Ja, so jetzt. Abgesehen davon, dass die ganzen Monster hier unten nach hier unten weiterlaufen. Ah! Nicht alle. Kacke, 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 kacke. Wo ist denn jetzt mein Strom ausgegangen? Ich könnte natürlich einfach mal irgendwo hin so einen Emergency Generator bauen. Wohin wäre denn praktisch? Eigentlich nirgends. Ausgang? Nein, aber Sackgasse. Das war Quatsch, was ich hier gemacht habe. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass ich mit der nächsten Tür den Ausgang finde und dann hier abhauen kann. Ach, scheiße, Mann, wo kommst du denn her? Oh. Toll. Oh, 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 oh. Nee, mein Freund, keine Ahnung, was du da tust, aber du hörst damit auf. Das ist wahrscheinlich ein Bug. Ich meine, wenn einer halt nicht mit will in den Fahrstuhl, dann kommt er nicht mit in den Fahrstuhl. So einfach ist das. Naja. So. Sehr gut. Den Achievements, die hier gerade aufgepoppt sind, zufolge habe ich es geschafft. Oh mein Gott. So, jetzt steht hier unten auch Get Out. Das tue ich. Ja. Kriege ich wenigstens ein Outro oder so? Oder nur mein Score? Aber ich hab's rausgeschafft. Diese Meteoriten, die hier runterfallen, gefallen mir überhaupt nicht. Ich klick mal. Highscore Single Multiplayer. Continue. Ja, das war doch ein bisschen
antiklimaktisch. Ich dachte, ich krieg wenigstens noch ein bisschen irgendwas erzählt. Gut, jedenfalls habe ich dieses Spiel endlich, endlich geschafft. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und dass ihr die ganze Zeit dabei wart. Und hoffe, es hat euch gefallen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!